Ein ganz normaler Sommertag am Ratzeburger See. Hallo, Entschuldigung. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ihr seid vermutlich gerade im Urlaub hier, oder? Ja. Was bedeutet für euch Urlaubsglück? Schönes Wetter. Dass man viel Zeit mit der Familie verbringen kann und ja, schönes Hobby gemeinsam verfolgen kann. Das ist Familie Druven aus Neuss, die in ihrem Urlaub in Schleswig-Holstein gerade einen Segelkurs absolviert. Klar zur Wende. Ist klar. Reh. Und dabei die Vermutung aufkommen lässt, Familienglück gleich Urlaubsglück. Das ist eine sehr interessante These, die Stefan Wehrheim von der Jugendherberge Ratzeburg wahrscheinlich sofort genauso unterschreiben würde, oder? Das würde ich machen, ja. Wir sehen ja jeden Tag 3 bis 15 Familien zurzeit in den Sommermonaten. Und das ist schon ein gutes Exemplar, die Familie Druven, für das, was hier an Familienglück auch vielleicht wirklich Urlaubsglück bedeuten kann. Passen wir da durch den Kanal geradeaus? Nee. Mit dem Segel und dem Mast nicht. Den Segelkurs hat Familie Druven mit dem Aufenthalt in der Jugendherberge zusammengebucht. Und das scheint die goldrichtige Entscheidung gewesen zu sein. Und das ist das erste Hobby, was wir gefunden haben, wo alle irgendwie ihren Platz finden und zufrieden sind dabei. Und was ist so toll am Segeln? Man ist hier so abhängig von vom Wetter, alles, was man nicht beeinflussen kann. Und muss mit dem auskommen oder halt auch zurechtkommen, was die Natur einbietet. Das ist das Spannende daran. Egal ob windig oder Regen. Das ist eine tolle Sache. Ja. Ne? Und übrigens, nach dem Segelfeierabend kann man es sich auch an Land durchaus gut gehen lassen. Schönen Blick auf den See. Man sieht dann auch meist noch so den schönen Sonnenuntergang, der dann so übers Wasser glitzert. Außerdem gibt es einen Tischkicker, eine hübsche Dachterrasse und ein ganz besonderes Highlight. Wir haben ja noch ein wunderbares Konstrukt namens Sauna bei uns im Haus mit Blick auf den See. Und da ich wusste, dass du für sowas empfänglich bist, habe ich mir gedacht, ich schmeiß dich mal an und dann würde ich dir mal den Weg dahin zeigen. Es war total schön, dich zu treffen. Ich habe jetzt was vor. Viel Spaß. Mach's Ciao. Gut. Und so haben wir am Ende des Tages alle was von der traumhaften Lage der Jugendherberge. Die Gäste, Entspannung am Seeufer, die segelnden Familien, ruhige gemeinsame Stunden und ich, ich auch.